Und da sind wir auch schon wieder. Florian ist gerade irgendwie gestorben. Wir wissen nicht warum, ob er an Hunger gestorben ist oder ob der gerade abgeballert wurde, weiß keiner. Daher fahre ich kurz mal eben zu ihm und hole ihn noch ab, sobald der mal aus meinem Auto rausfliegt. Und dann muss ich echt mal zur Pizzeria oder so, weil ich muss was machen. Ja, ich hab Hunger. Ja, ich glaube, daran bist du auch gestorben. Ja. Ist natürlich ein bisschen doof. Nein. Und deswegen fahre ich nochmal zurück. Und hoffe auch, dass wir danach direkt mal ein bisschen Fressen einkaufen, weil das geht nicht. Das war natürlich nicht geplant, weil ich sehe auch, ich müsste eigentlich direkt weiterfahren und essen. Und der nächste Essensshop ist ein bisschen weiter weg, deswegen. Oder hast du, oder wie viel Zeit, wie lange dauert es noch bei dir? Ich bin jetzt wieder am Spawn. Okay, dann bin ich gleich da. Ich stehe da direkt am Straßen. Ja, ich fahr mal eben kurz zu einer Pizzeria, weil ich Hunger hab, bevor ich noch sterbe, das muss nicht sein. Gib Gas, ich hab nicht mehr viel. Nein, an Hunger bin ich nicht gestorben. Hab ich noch voll grün. Ja, weil du gestorben bist, ist wieder voll. Nein, doch. Das ist nicht voll. Ich bin nicht wegen Fressen gestorben. Ich bin während der Fahrt ausgestiegen. Das hat doch nichts, aber eigentlich stirbt man davon nicht. Ein Hier, Zug! Das war eine Dünnbahn. Ja, wir fahren erstmal zu hier, Pizzeria. Okay, gut, geh aussteigen. Ey, wenn die Pizzeria laufen und eine dicke, fette Pizza bestellen. So geht das heute. So, also, Pizza. Ja, also hier, ich bestelle mir eine große Pizza einfach mal, dann bin ich. Ich brauche eine hier. So, ich bin auch schon fertig. Okay. Gut. Ich warte vorne. Wir könnten natürlich uns auch mal eben einen anderen Skin nehmen, oder eigentlich ist... Wie komme ich jetzt nochmal weg? Leerzeichen. Ja, Leertaste. So. Oh, ich bin wieder vollgefressen. Ja. Hallo. Loco ist schon wieder flott, ey. So. So, jetzt will ich ein Auto. Gut. Ein Auto da erstmal... Ja, ja, können wir auch gleich machen. Gucken wir, ob die noch da sind. Mit Sicherheit. Das ist eigentlich das dichteste Auto aus, was wir noch haben. Sind die noch was da? Was ist hier los? Stopp. Motor aus. Schnell reinlaufen. Da steht noch einer von den beiden. Aber der kauft sich gerade auch ein Auto. Also, ich guck mal kurz, was hier so Autosmäßiges gibt. Hm, ja, und, ja, ich glaube, ich kaufe mir den hier, der ist ganz gut. Also ich habe einen und werde mal eben den anderen nach Hause spawnen lassen. Und dann... Bist du bereit? Du auch? Ja, wo bist du? Neben dir. Oh. Du hast kein Porsche. Ah, nee, du hast hier... Auf, wir fahren auf den gleichen. Ne, du fährst den anderen. Ja. Ich fahre den Muster und so war das. Dann lass mal erst nach Hause oder kurz durch die erst Tür. Nach Hause, weil ich den da parken will. Dann muss ich mal kurz gucken, wo das war. Das ist nämlich. Oh, mein Motor ist ausgefallen. Hast die Kurve gesehen? Wir müssen uns schon ein bisschen dran halten, dass wir nicht zu weit auseinanderfahren. Wo ist der denn da hoch? Kommst du? Ach da! Ah! Mein Auto kaputt! Ja, komm! Ich will da gleich noch tunen. Oder erst und dann nach Hause. Na, wir sind in der Nähe von zu Hause. Oh, scheiße! Fuck! Wie war ich mein Auto nochmal heile? Mit welchem Befehl? Es geht jetzt nicht. Das können wir gleich machen, wenn du parkst. Ach so. Hier ist die eine Ecke, wir wohnen aber. Boah. Alter Junge. Bisschen zu viel Gas gegeben? Ja, ein bisschen zu schnell. Auch das war schon ein bisschen. Okay. Hier wohnen wir, genau. Alter, mein Auto ist Schrott gleich. Ich bin zu Hause.
fahr vorsichtig auf dem Rasen und dann mach Motor aus dem Park. Warte, das stehen wir davor. Weg! Und lass Abstand. Also ich weiß auch nicht, ob das zu unserem Hof gehört. Ich hoffe einfach mal schon. Und dann machst du Motor aus, denk dran und dann schlägst Park kurz. Okay, T, Schrägstrich. Der muss im Auto sitzen. Ach so. Ach, jetzt muss ich Schrägstrich. Lock 1. Fahrzeug aufgeschlossen. Ja, auf jeden Fall. Einsteigen. Sitzen wir hier jetzt. Park. Fahrzeug geparkt. Gut, dann fahre ich da jetzt mit auch weiter schon. Ja, ich will mal eben mein Auto heile machen. Ja, mal, gib dem Befehl einen kurz aus dieser T. T-O-W-V-E-H. Achso, T-O-W-V-E-H. Gebrauch. Ach, Fahrzeugnummer. Letztlich eins, ja. T-O-W-V-E-H. 1. Ja. Oh, jetzt habe ich ein Audi. Lol. Hä? Lol, das hat damit aber nicht. Ah! Lol, dein Audi war doch der erste, die erste Karre. Mach mal. Ja. Mach den gleichen Befehl nochmal. Mach mal dahinter ein Leerzeichen 2. T-O-W-V-E-H 2. Geht nicht. Du hast kein Fahrzeug mit dieser Nummer. Lol, dann ist ja eine andere Karre einfach mal verschwunden. Nein! Dann mach mal Cell, ich verkaufe auch die andere. T-Strich-Strich. Cell. K. Ich verkaufe die 1. Dann parke ich nämlich mein Auto mal rüber. 1. So, ist weg. Jetzt probier nochmal. Den Befehl. Ja, so, jetzt. T-Strich-Strich. T-O-W-V-E-H 1. Du hast kein Fahrzeug mit dieser Nummer. Dann machen wir mit 2. Du hast kein Fahrzeug mit dieser Nummer. Dann ist das ein Fair, dann müssen wir die Nummer kaufen gehen. Oh. Gut, das heißt einsteigen. Dann fahren wir nochmal zum Autoshop. Ey, irgendwie fehlt das gerade ein bisschen scheiße. Ja, ist ein bisschen fehlhaft. Fail. Fehler. Wow, dann fahren wir nochmal eine dicke fette Runde. Ich fahre aber, denke ich mal, ich fahre gleich direkt nach Tunic. Wenn du nichts dagegen hast. Ja. Oder willst du vorher... Ich kann was machen, wenn ich auch mein Auto tauchen will. Ja, ja, meine ich ja. Ich fahre dich kurz zu Dings, dann schnappst du das Auto und verfolgst mich. Wir haben es ja gar nicht mal so weit zum dem Autohaus. So, wo ist das Autohaus? Mirko, du fährst illegal. Doch, das ist scheißegal. Da steht aber auch durcheinander. Ja, Baby. Fahr mal ein bisschen weiter weg. So. Ab geht's, wollen wir mit Karo holen hier. Oder haben die neuen Dings reingemacht? Nee, ne? Nee, die Karren gibt's noch. Und der Audi war ja den, du als erstes hattest. Da. So, okay, dann fahren wir langsam hinterher. Wir müssen ja, ich habe hier gerade einen Seiten, pass auf, wir müssen hier aufpassen. Wieso? Weil mein Bruder ist hier auch auf dem Server, deswegen. Und der wurde gerade gefesselt, warum auch immer. Also er wurde festgenommen und wird wahrscheinlich gleich im Knast landen. Und deswegen, und das ist hier in der Nähe gewesen, deswegen fahre ich gerade ein bisschen um. Warte, das... Nein. Da waren sie gerade. Wo bist du? Hinter dir. Ich überhole dich gerade. Wir haben die gerade auch abgehängt. Wie geht das denn? Dominik, war festgenommen. Wo bist du? Bin ich hinter dir?
Ich fahre der grüne Karre, gell, mir? Ja, ich rase ein bisschen viel. Ja, chill mal eben, warte mal. Ich muss mal gucken, ob du das bist. Ich bin der grüne Vorder, ja. Ach so, gut. Fahr jetzt mal ein bisschen schneller, damit ich dich einholen kann. Oh, da ist jemand gerade. Alter, pass auf. Hier, oh, Scheiße. Hier wird bombardiert, gib Gas. Und fahr ganz schnell in die Tuning rein. Hier wird bombardiert. Ja. Gut, dann tunen wir den mal eben. Okay. Und ich denke mal, ich fahre gleich rüber zur Bank und setze ein bisschen Geld auf meine Bank, weil nicht, dass ich zu viel dabei habe. Sollte man sterben, dann verliert man immer so viel. Und das finde ich uncool. Deswegen. Also erstmal die Farbe aussuchen. Ich glaube, ich nehme. Machen wir Orange oder Rot? Ich glaube, ich nehme Rot, weil Rot sieht irgendwie ganz geil aus. Okay, ich bin fertig. Also die. Gut, schießen. Moment. Oh! Oha! Jetzt willst du auch mal eben kurz Geld auf ein Konto setzen? Ja. Deswegen fahre ich eben kurz hier hin. Wo bist du? Hier, ich park hier. Oh. Fährst du nicht gerade bei mir vorbei? Ach ja, warte, also bist du beim Bahnhof da, ne? Ja, hier ist nämlich ein Geldautomat, deswegen. Ey, hier ist Bahnhof. Ja, hier fährt aber nichts. Dann musst du Alkohol. Da kommt einer. Ich zahle mal eben ganz kurz schnell was ein. Ach, der ist weitergefahren. So eine Einzahlen seiner Million hau ich drauf. Also ich habe gleich kein Geld mehr, wahrscheinlich nicht mehr groß dabei. Wie bediene ich den? Du machst Alt Großtaste und dann hast du doch die Maus und dann klickst du drauf. Und dann setze ich nochmal 40.000 drauf. Damit ich nicht zu viel mit dabei habe. Achso, scheiße. Ich habe gerade 40.000. Ja. Überweisen oder ein- und auszahlen? Ein- und auszahlen. Gut, Dann gibst du den Betrag ein und dann sagst du einzahlen. Dann jagen wir mal 1 Million. Also ich habe da jetzt über 1 Million drauf. Okay, jetzt habe ich glaube ich gar nichts mehr dabei. Das heißt, ich zahle mir nochmal, ich glaube so 4.000 aus. Das heißt, ich, damit ich ein bisschen Geld dabei habe. Das meiste auf dem Konto, weil dann, wenn du stirbst, dann verlierst du es wenigstens nicht. Gut, dann 4.000. Auszahlen. Ich habe jetzt noch 8.566 dabei, das sollte reichen. Ein bisschen Geld dabei haben, so schade nicht. Beweg dich! Da ist ein rotes, anderes rotes Auto. Das ballert dich ab. Oh, scheiße. Und der andere Typ, der andere rote ist auch hier. Scheiße, die sind zu zweit hier mit gleichen Karren. Und meine Karre ist im Arsch. Scheiße. Hat er mich gesehen? Ich werde von den einen Typen gerade erledigt. Das finde ich uncool. Jetzt stehen beide auf mich. Wie uncool. Ich verpiss mich. Ich komme hier nicht weg. Ich sitze genau zwischen denen. Ich bin gestorben. Und meine Karre steht da rum. Meinst du, du schaffst das? Wo bist du jetzt? Vom Bahnhof bin ich weg. Ja, da fahren die zwei Vollidioten rum. Gleiche Karre, gleiche Farbe. Na, ich werde gestorben, das ist kacke. Falls mal eben kleinen Umweg. Und jetzt haben sie wahrscheinlich meine Karre, wenn ich Pech habe. Weil ich habe den Motor nicht ausmachen können. Und jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da gleich wieder wegkomme. Du musst ja in die Nähe von S kommen. Ja gut, ich könnte nach Hause laufen. Das ist nicht so weit. Oder ich fahre mit dem Roller da kurz hoch. Und versuche mein Auto zurück zu porten. Für meinen Tanken. Ja. Das ist nämlich schon ein bisschen doof.
Das ist doof. Was machen wir noch? Das müssen wir ein bisschen warten hier. Also gut, ich kann jetzt mit dem Roller. Ich fahre mit dem Roller nach Haus. Weil ich keine andere Wahl habe, weil ich bin zu weit davon von dir entfernt jetzt. Weil ich keine Ahnung habe, wo du bist. Und meine Karre ist am Arsch der Welt. Ja. Das finde ich uncool von so welchen Leuten, also. Ich weiß nicht, was das bringt, dass sie mich jetzt umgebracht haben. Viel Geld verloren habe ich. Ich habe deine Karre, wenn du den Motor nicht ausgemacht hast. Ja, kann das ich ja. Das. Ja, aber die brauchen meine Karre nicht, die haben eine gute. Ich habe so ein Gefühl, die verfolgen uns auf der Karte. Können sie nicht. Ja, aber keine Ahnung. Theo, ich probiere mal eben den Befehl. Das Fahrzeug ist nicht leer. Fuck. Scheiße. Es wird gerade rumgefahren. Ich weiß auch nicht wo, gar nichts. Ich kann nicht fahren. Oh, mein Motor ist aus. Also mein Auto ist schon wieder kaputt. Geht gar nicht. Irgendeiner fährt mit meiner Karre rum. Gut. Und ich bin jetzt zu Hause und kann das Ding nicht nach Hause reporten. Das finde ich ein bisschen uncool. Ich bin jetzt beim Klamottenladen. Ja, okay. Da ziehe ich mich jetzt gerade um. Ich will meine Karre wieder. Der Typ bringt jeden um. Ja, bei uns auf dem Hof steht jetzt ein Roller. Ja. Kann aber auch jeder mitnehmen, weil der Motor ja natürlich nicht ausmachbar. Oh, Alter, der steigt nicht aus dem Fahrzeug raus. Das ist kacke. Ja, krieg ich mein Fahrzeug wieder oder muss ich... Ich kann's auch nicht verkaufen, glaube ich. Also entweder ich muss jetzt in die Richtung fahren und gucken, ob ich die Karre irgendwie wieder kriege. Geil. Und ich habe tatsächlich Pech und die Karre ist weg. Ist nicht leer, der Typ fährt da tatsächlich mit meiner Karre rum. Kleidet bin ich. Jetzt hoffe ich, dass ich hier mal eben alleine bin. Ja. T-Log 1. Also ich glaube, ich werde mal mit dem FBI-Typen reden. So geht das ja gar nicht. Ja, der hat seine Scheißkarre hier stehen gelassen und ist mit meiner weggefahren. Mal gucken, ob der seine Karre anhat. Komm schon, lass den Motor an. Wo hat er die Karre eigentlich her? Welche? Vom anderen Autohändler, ne? Ja, da können wir später irgendwann auch mal hin. Wie öffne ich die Karte? Mit FF. FF. Ja, also meine Karre ist weg. Ich weiß nicht, wie ich die wiederkriegen soll. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Der fährt anscheinend mit der Karre rum. Ich muss warten, bis der Typ... Wo bin ich denn gerade? Ach, ich bin da. In der Nähe von dem Boden. Oh, Alter, jetzt kommt der Nächste. Komm, lass mich in Ruhe. Ich hab sowieso nichts. Oh, ihr seid so uncool. Also hier ist gerade einer, der kommt so zu mir, schreibt in den Chat, Überfall, 4000 her oder du bist tot. Oh, Alter. Und was hat er davon, wenn ich tot bin? Dann kriegt er weniger Geld. Ey, das ist uncool. Es geht gar nicht. Also wir machen jetzt mal ein bisschen Überziehung gerade, weil ich finde das ein bisschen gerade doof. Ich versuche auf jeden Fall meine Karre wiederzukriegen, sonst habe ich ein Problem, weil wenn er die jetzt irgendwie Schrott fährt, dann... Deswegen... Und ja. Und sonst versuche ich die gleich nach der Aufnahme einfach mal stumpf mit meinem normalen Account die Karre irgendwie wieder zu schnappen. Weil da habe ich auch Waffen und so. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher.
Warum mache ich den fertig? Oh, ich weiß jetzt nämlich nicht, wie ich meine Karre kriege. Ich glaube nur immer noch nicht, dass der ausgestiegen ist. Ja, das Fahrzeug ist immer noch nicht leer und die Zeit ist leider um. Das heißt, entweder ihr seht in den nächsten Part, der ist dann irgendwann spät, seht ihr dann, dass ich die Karre habe oder ich muss mir eine neue kaufen. Das sieht man ja dann. Was ich natürlich ein bisschen doof finde, aber was soll ich machen? Ich fahre jetzt kurz nur noch nach Hause und dann sag ich dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dir? Der Gamer Florian? Ja, mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das wieder. Ja, klar. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.